Jo Leute, was geht? Heute will ich mit euch einen selbst zusammengestellten 25 Fakten über mich Tag beantworten. Ich sehe gerade, dass die Gesichtserkennung der Kamera auf das Poster hinter mir von KF reagiert und dass jetzt so ein kleiner gelber Kasten um das Poster drum ist. Die erste Frage ist mein Spitzname. Und zwar mein eigentlicher Name ist ja eigentlich Cedric, aber die meisten nennen mich in der Schule auch Chester. Und so ist dann auch der Name für diesen Kanal Chester's TV entstanden. Also Chester, dann so ein S dahinter und dann TV, TV. Ha! Gay! Mein Lieblingsfach in der Schule. Ich weiß nicht, so eigentlich kann ich sagen, meine Lieblingsfächer sind Mathe und Chemie, deswegen werde ich die jetzt auch nach dem MSA als Leistungskurs für nächstes Jahr, also für die 11. und 12. Klasse wählen. Mein aktuelles Lieblingslied, und dafür habe ich auch schon mein Handy in Hand, um zu gucken, was bei mir dann gerade am meisten läuft, lief, ja. Und mein Handy sagt, dass der JBB Mammut Mix das meistgespielteste Lied in den letzten Tagen, Wochen, was auch immer ist, ich weiß nicht, wie mein Handy das zählt. Auf jeden Fall, wer das JBB nicht kennt, das ist ein Online-Rap-Battle-Turnier, wo jetzt alle oder fast alle Teilnehmer ein großes Lied zusammen gemacht haben zum Abschluss des Turniers 2014. Mein Lieblingsessen ist auf jeden Fall Pizza, 100%ig Pizza, weil es einfach so viele Arten und Sorten von Pizza gibt. Egal, ob sie belegt ist oder nur mit Käse, ob da Salami, egal was da drauf ist, ich liebe Pizza. Okay, außer Thunfisch, ich hasse Thunfisch. Die letzte Sache, die du dir gekauft hast, und dazu habe ich auch schon diese Action Cam, das ist so eine Unterwasserkamera, die man auch ans Fahrrad und so ranmachen kann. Das ist das, was ich mir als letztes gekauft habe. Und ich bin sogar relativ zufrieden damit. Wir waren im Schwimmbad und ich habe die ausprobiert und die ist relativ nice. Mein Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch ist Mörderische Krallen aus der Fear Street 3. Das ist so ein Horrorbuch über ein Mädchen, was irgendwie eine Katze sein kann und dann Menschen tötet. Auf jeden Fall sehr. Naja, ich weiß nicht, ich war ungefähr 13, als ich das erstmal gelesen habe und das war schon etwas gruselig. Und danach habe ich mir noch mehr Bücher davon gekauft und ich fand diese Bücher eigentlich ziemlich geil, bloß mittlerweile merke ich, dass die gar nicht so schlimm waren. Hast du Haustiere? Ich selbst habe keine Haustiere, da meine Mutter gegen viele Tierhaare allergisch ist. Aber meine Schwester hat jetzt zu Weihnachten 2 Wüstenrennmäuse bekommen und die sind so süß. Wenn die auf dem Fußboden oder auf dem Bett rumrennen, das sieht so süß aus einfach. Mein Lieblingsparfüm, dazu habe ich das auch schon in die Hand genommen, das ist von Playboy, das ist, ich glaube, das ist New York, das steht hinten drauf. Das ist Playboy New York und ich weiß nicht, ich benutze das eigentlich nicht so oft, ich benutze mehr das Deo davon, aber ich finde, es riecht einfach so geil. Mein Lieblingsurlaubsort, also mein Lieblingsurlaubsort innerhalb von Deutschland ist die Nord- oder die Ostsee, weil ich einfach das Meer liebe, weil ich das Schwimmen liebe. Und deswegen freue ich mich auch tierisch, dass wir jetzt im Juni oder Juli auf Klassenfahrt fahren und da fahren wir auch an die Ostsee und das wird bestimmt auch mega geil. Besonders dann mit dieser Actioncam hier, das kann ich mir auf jeden Fall sehr geil und sehr lustig vorstellen. Mein aktueller Beziehungsstatus, ich bin Single. Seit langer, langer Zeit. Ob ich schon mal im Ausland gewesen bin, ist die nächste Frage. Und ja, ich war schon im Ausland, aber nicht wirklich weit weg. Ich war bis jetzt in... Also das Weiteste, wo ich war, war England auf Klassenfahrt und bis ansonsten war ich jetzt noch in Dänemark, Polen, Frankreich, Niederlande, Luxemburg sind wir, glaube ich, auch nur durchgefahren, nicht wirklich Urlaub dort gemacht, aber wir sind da immerhin durchgefahren. Sprichst du andere Sprachen? Und ich spreche, Deutsch, Englisch und ich habe seit 4 Jahren Französischunterricht und kann nicht mehr als mich selbst vorstellen. Die nächste Frage ist, ob ich Geschwister habe. Und da meine Eltern getrennt sind und sie jeweils eine neue Familie gegründet haben, habe ich relativ viele Geschwister. Also ich habe sozusagen 4 Schwestern und einen kleinen Bruder. Mein Lieblingsgeschäft. Mein absolutes Lieblingsgeschäft ist, glaube ich, Saturn oder Mediamarkt, einfach weil ich so eine Art Technik-Freak bin und ich einfach andauernd mir irgendwelchen neuen Technikkram kaufe oder mir neue Spiele kaufe. Und dort finde ich eigentlich alles, was ich brauche. Was ist mein Lieblingsrestaurant? Mein Lieblingsrestaurant ist ein kleiner Argentinier bei uns um die Ecke. Ich glaube, das ist ein Argentinier. Auf jeden Fall gibt es dort richtig hammergeile Pizza und Steaks. Und deswegen liebe ich den, weil der auch einfach günstig ist. Und wir waren da mal zu 7 oder so Kumpels essen, haben alle eine Pizza gegessen und dann plötzlich kam der Chef in dem Restaurant, hat uns einfach eine Cola dorthin gestellt und meinte, das geht aufs Haus. Mein Lieblings-YouTuber. Hier möchte ich in 2 Sachen unterteilen. Einmal Videospiele, also Let's Plays und einmal sich vor die Kamera setzen und richtige Videos machen. Und da mein Lieblings-Let's Player ist auf jeden Fall Zombie, weil ich seine Unterhaltungsart einfach richtig geil finde und auch die Spiele, die er immer spielt. Und mein Lieblings- Real-Life-YouTuber, nenne ich es jetzt mal, ist LionTV, einfach weil er verdammt lustig ist und auch
Hammer geile Musik macht. Also ich meine, sein Album werde ich mir auf jeden Fall holen. Doppelking. Mein Lieblingsfilm. Ich habe keine Ahnung, was mein Lieblingsfilm ist. Ich habe schon zu viele Filme gesehen, um zu sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Irgendwas Comedy-mäßiges auf jeden Fall. Meine Lieblingssendung. Hier möchte ich auch in zwei Kategorien unterteilen. Einmal Lieblingsanimationssendung, das ist also jetzt so ein Anime. Also mein Lieblingsanime ist Detective Conan und wird es auch immer bleiben, weil ich einfach dieses Krimi richtig hammergeil liebe. Ich frage mich, wer auf solche Ideen kommt und sich über 700 Todesfälle ausdenkt. Und fast immer ist eine Klavierseite oder sowas im Spiel. Und da möchte ich auch noch eine Sendung mit echten Menschen, also die halt gefilmt und gedreht wurde, ist Perception. Perception, da geht es um einen schizophrenen Psychologiedozenten, der dem FBI hilft, Fälle aufzuklären mit seiner Schizophrenie, mit seiner Krankheit. PC oder Mac? Also ich habe hier einen riesigen Standrechner, so ein Gaming-PC, worauf ich halt viel zocke. Aber ich weiß nicht, ich finde Mac an sich, Apple macht gute Produkte, sie sind bloß einfach viel, viel, viel zu teuer. Welches Handy hast du? Ich habe seit fast 2 Jahren das LG L5-2 Optimus E5, keine Ahnung. Also es ist ein LG L5, das kann ich sagen. Und das ist auch die zweite Generation davon, das weiß ich auch. Und ich bin ziemlich zufrieden mit dem Handy. Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Akku hält ziemlich lang. Das finde ich verdammt geil. Dass es nicht viel Speicherkapazität hat. Und das ist keine Frontkamera und das finde ich relativ schade. Wie groß bist du? Also ich bin 16 Jahre alt und bin 1,77 und hoffe, dass ich noch wachse, denn ich will unbedingt die 1,80 noch knacken. Und danach kann ich eigentlich von mir aus auch wieder schrumpfen, aber ich will auf jeden Fall mindestens einmal in meinem Leben 1,80 gewesen sein. Kannst du kochen? Ja, ich kann kochen, auch wenn es nur die Yum-Yum-Tüte mit heißem Wasser ist. Aber ich kann auch noch richtige Sachen kochen, wie zum Beispiel Tiefkühlpizza oder Spaghetti. Also falls ich irgendwann mal ausziehen sollte, was ich wahrscheinlich so mit Mitte 40 oder so tun werde, werde ich auf jeden Fall irgendwie es schon schaffen, mich über Wasser zu halten. Mein Lieblingsgetränk. Ist das jetzt Zufall oder habe ich das geplant? Hier die Dose von Monster Energy The Doctor. Das ist, keine Ahnung, es ist Energy Drink plus Zitrone und das schmeckt einfach irgendwie fast genauso wie Fanta, aber es ist einfach Energy Drink und es schmeckt richtig hammergeil, auch wenn Monster nicht gerade günstig ist, aber ich liebe diesen Energy Drink. Ich habe dafür übrigens gerade 10.000 Euro bekommen, dass ich sage, dass ich Monster Energy Drink mag. Die 25. und somit auch die letzte Frage ist, deine Lieblings-App. Also meine Lieblings-App. Und meine Lieblings-App ist, muss ich sagen, Snapchat. Ich hänge den ganzen Tag auf Snapchat. Wenn ich Snaps beantworte oder einfach Snaps losschicke, das ist immer irgendwie richtig geil, einfach. Man macht so ein spontanes Bild, kann sich für 24 Stunden an seine Geschichte, Chronik, was auch immer posten und Leute antworten darauf und wenn man gerade viele Kontakte bei Snapchat hat und man andauernd irgendwelche Snaps bekommt und man, ich weiß nicht, man fühlt sich wie so ein kleiner Stalker, aber es ist nicht ganz so extrem wie auf Facebook oder Instagram, wo man dann auch noch kommentieren kann oder so. Jo Leute, das war's mit meinem Video, ein 25 Facts About Me. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch eine positive Bewertung da. Kommentiert doch mal eure Antworten. Ich werde euch die Fragen auf jeden Fall in die Beschreibung unten packen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.